So, die nächsten. Go, go! Wir essen zeitig. Außerdem, pro Instanzendurchgang ein Bier wäre okay. Da haben wir einen guten Schnitt. So, ja, bald gibt es auch ein Level-Up. Also vor dem Ende der Instanz müssen wir noch das Level-Up kriegen, hoffe ich. Das hier zweimal Fluch. Drei Flüche. Holla, die Waldfee. Ah, hier. Verlassene Fertigkeiten. Kuchen. Kostet den Fluch an Mana. 38, oh, 38, das geht jetzt sogar. Gar nicht so viel. Oh, hier sind es auch wieder drei. Warum sind mehr Mana? Das muss reichen. Ja, komm, warum nicht? Flammstoß. Nächster. Trotzdem alles Mana. Vielleicht keins mehr. Für den Fluchrei hier. Rosel macht unglaublich viel Schaden. Alter Schwede. Ah, guck mal, hier eine große Truhe. Ich guck mal rein, was drin ist. Ich poste gleich, was drin ist. Dann kann sich jeder rausnehmen, was er möchte. Ah, guck mal hier. Dings sind drin. Ich glaube, damit kann wahrscheinlich jemand was anfangen. Verteidigende Stiefel des Ebers. Ups. Oh, geil. Gleich noch ein Crit. Sehr schön. Gleich kritisch getroffen beim ersten Cast. Klappt doch. Oh, 154. Ah, zwei Balken noch, dann haben wir's. Ah, Level 25. Jetzt fangen leider die Level an, höher zu werden. Wir bräuchten unser Level up. Zumindest die Level 24er wieder im gelben Bereich sind und nicht im orangenen Bereich. Ich fand's übrigens toll, mittlerweile sind ja die ein oder anderen Folgen sind ja mittlerweile raus bei YouTube. Vom Magier-Let's Play, wo ich gefragt habe, ist es orange oder ist es braun? Es war, die eindeutige Meinung war zwar orange, aber es gab trotzdem ein, zwei Leute, die gesagt haben, es ist braun. Also die Diskussion ist noch nicht beendet. Tatsächlich. Der Rüstung. So, jetzt kommen... Das hier ist ein Ra-Elite-Gegner, also der ist nur ab und zu da. Ja, die Endbosses sehen das interessant wieder. Buff? Was für ein Buff? Voll gebufft. Oh. Oh, Werwolf-Schrecken. Ah, cool. Kann ich sich nicht ein Jäger zähmen, die Geisterwölfe? Das war früher doch das Nonbus Ultra, diese Viecher dazu zähmen. War ich das? Orange. Wow. Ja, Vibe. War ich das? Kann es sein, dass die Akku gezogen, weil dass die Akku ziehe, weil ich das Level, weil das Level zu niedrig ist? Wir sind tatsächlich gewiped. Wir haben es geschafft. Und ich glaube, ich war schuld. Kann es sein, dass ich schuld war? Oh nö, oder? Ernsthaft, wir müssen hierher und müssen da reinlaufen. AOE, keine gute Idee. Dann war ich es nicht. Ich habe keine AOE gemacht, oder? Hatte ich AOE gemacht? Ich glaube, ich war es nicht. Bin mir aber unsicher.
Super, wir haben es geschafft zu wipen. Kacke ist, dass du hier hinkommst, wieder dahin zu latschen. Was ist das denn für ein Dreck? Das ist ja am Arsch der Welt. Ey, ganz ehrlich, das nervt jetzt. Darfst du hier einen halben Marathon zurücklegen? Da kannst du nicht mal blinzeln. Super, ja. In den nächsten 20 Minuten laufen wir. Gut, so lange dauert es auch nicht, aber 10 Minuten dauert es garantiert, bis wir hier durchgelaufen sind. Das ist ja mal völlig mies. Wer zuerst da ist? Lieg vorne. Sieht gut für mich aus. Wer zuerst da ist, kriegt was? Ein Eis? Gold? Gold habe ich eigentlich. 14 Gold. Wäre sogar möglich. Ist der Weg hier der kürzeste? Ich glaube ja. Ursel ist mir auf den Fersen. Bin zwar nicht schlecht im Heim, aber das war zu viel. Ja, das war etwas viel. Vor allem, weil sich die Geisterwölfe natürlich auch noch aufgeteilt haben. Das waren gerade echt viele Gegner. Das ist unfair. Aber, ich glaube, es wäre sinnvoller, wenn wir die runterpullen, um die Ecke pullen. Weil ich halt mit Level 21, ihr seid ja alle ein Level höher. Ja, ein Level auf jeden Fall höher. Ich pull die halt relativ zügig und AOE sollten wir tatsächlich auch weglassen, glaube ich. Dass wir das schaffen. Vor allem jetzt, wo das halbwegs sinnvolle Zeug droppt. Ja gut, eher noch nicht, aber hier der... Ja, die Schultern wären nicht schlecht. Für Level 23 zwar erst, aber wir werden ja Level 23. Ist nur eine Frage der Zeit. Wenn wir es noch nicht anziehen könnten, ich würde auf jeden Fall die Schultern auch gerne nehmen. Oder hier, der Endboss. Der Endboss droppt auch vernünftige Sachen, aber der Rest ist einfach nur... Die Instanz ist nicht magerfreundlich. Wirklich überhaupt nicht. Ah, Rosal holt auf. Da kriegst du Blase an die Füße. Vor allem mein Bier wird leer. Beides nicht gut. Hier noch irgendwie abkürzt? Ich glaube nicht. So, zwei Balken trennen mich noch von Level 22. Ich bin hier ein kleines bisschen abkürzen, oder? Wir probieren es mal. Ach, so ein kleines bisschen zumindest. Wenn ich jetzt nicht irgendwo unglücklicherweise hängen bleibe. Was? Rechtsklicken, folgen hilft. Ja, wem soll ich denn folgen? Ich bin vorne. TomTom sagt noch eine Minute. Ich werde Erster sein. Dann nicht vorne sein. Die Letzten werden die Ersten sein. Heißt es doch. Ja, und er geht als Erstes durchs Ziel. So, noch Boden gut gemacht am Ende. Bisschen zumindest. So, hallo. Herzlich willkommen wieder in der Instanz. Kann ich ja meine Mana komplett auffüllen, bis der Rest da ist. So, der Trash, also wir sind ja relativ zügig. Also wir sind echt schnell unterwegs. Es dürfte ja noch kein Trash weiter da sein. Also wir können eigentlich schon mal weiterlaufen. Das Problem ist natürlich, die Instanz ist tatsächlich auch nicht so mini.
Geziefer. Oder gibt es hier auch sowas wie in der Todesmine? Ah, guck mal. Hat die Truhe ein... Bin ich der Einzige, der die Truhe... Hat jemand die Truhe gesehen hier? Wenn mir jetzt das... Hat die einer gesehen? Stoff mit 4 Intelligenz. Ja, ein mit 4 Intelligenz und Ausdauer. Falls jemand den Stoffgürtel mit 4 Intelligenz haben möchte, ist da drin. Ich glaube, jetzt kommen wir oben lang, oder? Ist das kürzer? Ich glaube, oben lang ist kürzer, aber ich, da könnte es sein, dass hier noch irgendwo... Ah ja, guck mal hier. Da steht noch einer. Oder wollen wir unten lang? Meine Schultern sind bei 30%. Vor der Instanz reparieren gehen. Oder vor der Inni halt reparieren gehen. Immer. So, okay. So, wo ist der Rest? Go, 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 Bein in die Hand und los. Wir haben noch keine Zeit. Eigentlich ja schon, aber... Komm, wir gehen mal oben lang. Mich interessiert mal, wie oben lang der Weg ist. Aber ich glaube nicht wirklich anders da. Aber hier steht auf jeden Fall, steht noch ein Walk rum. Beziehungsweise patrouilliert. Da, sogar zwei. Noch haben sie ihr blödes Schild nicht gewirkt. Ah, noch einer. Nein! No! Ah, guck mal. Oh, das sind noch mehr. War das denn? Ich glaube, das war eine doofe Idee, hier lang zu gehen. Aber Trash-Mobs bringen halt auch Erfahrungspunkte. Ah, und eine Rüstung. Gar nicht so schlecht ist, glaube ich. Ha, da! Sehr schön. Zum Mono noch verbraucht. Sally, jetzt sind nochmal ordentlich Gegner. Vielleicht wäre doch unten lang besser gewesen. Aber jetzt gehen wir oben lang. Gibt alles Erfahrungspunkte. Das kommt übrigens dabei raus, wenn man einmal auf mich hört. Vier. Jetzt wird es wieder interessant. Ich habe Akku. Und ich bin zum Schweigen gebracht. Gleich zweimal. Weil einmal nicht reicht. Ich will doch nur... Ich will doch... Genau. Der wollte ich doch gar nicht machen. So, Feuer und Eis. Problem ist, dass das dann immer nur mega viel Mana kostet. Seidenstoff, unser erster Seidenstoff, den wir eingesammelt haben. Ah, und gleich habe ich mein Level up. Sehr schön. Sind das echt. Sind echt viele, die wir jetzt hier nochmal haben. Aber nur immer weiter. Ah, das geht. Pull sie einzeln. Das musst du nicht mir sagen. Ich pull doch nicht. Oder ich sollte nicht pullen. Sagen wir es mal so. Immerhin lassen sie mittlerweile aus irgendeinem Grund ihre Schilde weg, sodass sie immun sind. Was ich sehr höflich von ihnen finde, tatsächlich. Vor denen werde ich gleich mit Gesichtsakro pullen. Richtig. Das Frostblitze. Voll. Verwirrtheit. Das ist so fies. Ist dabei. Wirkt in 3,15 Sekunden. Sonst 2,1 Sekunden. Ja, und gleich wieder verwirrt. Ist schon recht. Alles Roger. Hier mich auch.
Der Flammenschuss kam etwas zu spät. Boah, das war's jetzt aber, oder? Ja, das war's. Und dann kommt man nämlich hier raus, wo wir hochgekommen sind bei der Brücke, bei der Küche. Ah, guck mal, hier ist eine Patt. Vor uns ist eine Patrouille. Es gibt tatsächlich auch Patrouillen hier drin. Bitte oben kein Flammenstoß, okay? Ja. Und kein Frostnova und kein... Was haben wir noch? Und kein Blizzard und kein irgendwas. Aber ich glaube, das liegt auch daran, tatsächlich, weil die mich sehen. Also die müssen nach vorne gepullt werden, weil wenn ich da vorbeilaufe, pulle ich die von oben runter. Dadurch, dass ich erst Level 21 bin. Ich bin zwar auch gleich Level 22, aber ich glaube, das ist das gleiche Prinzip. Die müssen nach vorne gepullt werden, damit wir die nicht ziehen. Wir schauen einfach mal, das klappt schon. Ich glaube, ein, zwei haben wir sogar trotzdem tot bekommen. Könnte ich mir vorstellen. Boah, der Weg ist echt weit. Intelligenz. Ich muss ihn gar erst mit 23 anziehen, da fehlt leider noch ein bisschen was. Rolle der Intelligenz haben wir noch. Hätte ich nicht mal verbraucht. Nee, das hier damit entbufft leider. Lederschultern. So, und zwar hier. Am besten die irgendwie hier runterpullen, damit wir hier nicht vorbeilaufen. Weil ich glaube, wir ziehen die, wenn wir hier einfach zu nah an denen dran stehen bereits. Weil hier ja eine Sichtlinie besteht an und für sich. Einfach runterpullen. Ah, Lilifi ist mutig. Ja, Lilifi hat gepullt. Aber Gott sei Dank glaub nur einen. Du darfst nicht... Nee, da kommt der Rest. Lilifi, du darfst nicht nach vorne gehen. Du pullst alles mit, allein durch die... Er sieht dich oben nämlich. Da kommt jetzt ein bisschen was runter. Lilifi war zu weit vorne. Ja. Eigentlich ist nicht hoch. Wenn wir jetzt wieder wipen, haben wir ein Problem. Ja, wir wipen wieder. Lilifee! Mensch! Pendragon TV, vielen herzlichen Dank fürs Abonnieren. Ernsthaft? Da! Ah. Zweiter Strike, Lilly. Ja, zweiter Strike. Beim dritten fliegst du aus der Gruppe raus. Nicht nach vorne gehen. Wozu rede ich mir hier den Mund fusselig? Ah. So, Moment, Moment, halt, stopp. Wer ist das? Baldur. Baldur, ich hänge mich hinten dran mit Folgen. Ich bin kurz weg. Ich folge Baldur. Baldur, ja, genau. Nimm mich mal mit zur Instanz. Ich hole mir jetzt ein neues Bier. Die YouTube-Aufnahme läuft weiter. Das ist leider so. Aber ich hole mir jetzt ein neues Bier. Ich brauche es. Und Lilifee, wenn du nochmal pullst, fliegst du aus der Gruppe. Und keine Frostnova. Und, nee, du hast gepullt, weil du nach vorne gelaufen bist und die dich sehen, wenn du nach vorne läufst. Das ist das Problem. Du läufst in ihre Sichtlinie und dann läuft der oben an der Kante steht, läuft dann einmal aus rum und putt alles eben mit. Das habe ich auch gerade 5 Minuten lang erklärt. Ich hole mir jetzt erstmal ein neues Bier.
so, da bin ich wieder. So, ich bleibe mal auf Folgen. Bitte was? Wir schaffen Alastrasia nicht? Was ist Alastrasia? Der gute Simon schreibt mir gerade. Freue mich auf den Discord. Ich freue mich auch auf den Discord. Nicht böse gemeint, du stehst mit dem Magier immer zu weit vorne, du... Genau, Lilifee immer bei mir stehen bleiben. Ich stelle mich auch meistens ganz hinten und ich bin auch schon jemand, der immer nach vorne rennt, aber zumindest nicht so weit nach vorne rennt, dass es einen Vibe gibt. Aber nein, alles gut. Aber es ist halt unglücklich, an der Stelle zu, oder in der Instanz zu sterben, weil einfach der, ganz ehrlich, der Fußweg ist einfach scheiße weit bei der Instanz. Aber richtig scheiße weit. Discord, ich kann nicht auf Discord. Deswegen kann ich keinen Magier spielen, bin dann Haut drauf. Deswegen kann ich auch keinen Magier spielen. Scheiße. Nein. Dreimal dürfte ich vergessen, was ich gerade stehen lassen habe. Ah, toll. Es läuft. Ja, ich muss gleich nochmal, wenn wir in Instanz sind, einmal bitte durchbuffen, kurz recken, dann laufen wir los. Ich muss, ja, ich muss mein Bier holen. Ich habe mein Bier jetzt stehen lassen. Es läuft, ja, es läuft wunderbar. Wunderschön. Ah. So, Baldur Roast. Ach ja, Alzheimer lässt grüßen auf jeden Fall. So weit ist es mit uns gekommen. Vergiss mal schon, das Bier in der Küche stehen. Nicht, ja, es stand nicht mal mehr in der Küche. Aufgemacht hatte ich es immerhin schon. So, okay. Sind alle da? Nee, Rose? Muss... Ach, es ist schon vorgelaufen. Okay, dann los. Trash dürfte jetzt keiner da sein, weil jetzt haben wir wirklich alles geklärt. Also können wir einfach ganz normal nach vorne laufen. Ich habe auch gleich mein Level up übrigens. Okay, ja. Bitte nicht nach vorne laufen und da pullen. Selbst mit Level 33er schaffen wir das nicht. Gut, es sind dann auch 5-6 Leute morgen. Die trotzdem, das sind dann nur... Es sind nicht mal 10, stimmt, die sind Level 6, nee, 24, 25. Das sind 8 Level Unterschied nur. 8 Level sind nicht mehr so viel. Ihr bleibt in der Tür, das würde ich auch sagen. Timbo, wirst du gezogen? Nicht wirklich. Sagen wir mal so, wenn wir jemand anders gefunden hätten, der mitgegangen wäre, hätten wir keinen Level 33 dabei. Wobei, natürlich ist es gut, dass wir Waldo dabei haben. Das möchte ich jetzt gar nicht damit sagen. Aber wir haben, die Gruppe besteht aus einem 33er Krieger, 23er Krieger, 23er Pala, Lilifee 22 und ich Level 21. Also von ziehen kann man hier nicht reden. Möchte ich auch übrigens nicht. Im Ganzen, also mein Let's Play und die Folgen hier und so weiter zieht darauf ab, nicht gezogen zu werden. Weil gezogen werden ist kacke, wenn man das so spielen möchte. Beziehungsweise, wenn man so spielen möchte, dass man doch die Spielerfahrung mitnimmt. Level 60er habe ich schon, deswegen das ist es relativ egal, wenn hier meine Magierin Level 60 wird. Wird sowieso immer nur Twink bleiben. Ich bin mit dem Krieger echt glücklich. Also mittlerweile zumindest recht glücklich. Und die Ini ist von 22 bis 30. Das ist richtig. Deswegen, also der Levelunterschied jetzt beim Endboss ist sowieso nicht mehr so. So, wir bleiben hier stehen. Also das hier, kann ich markieren? Oh, ich kann markieren. Das, Moment, nein, falsche Markierung. Das hier ist der gerade gezogen wurde, weil Lilly viel zu weit vorne gelaufen ist. Dann ist der hier gezogen worden. Der rennt einmal quer durch den Raum und pullt alles, was so hinten dran steht. Deswegen geht jetzt Waldor vor, holt die hier runter und wir töten die hier.
Wir sind einfach vom Levelbereich mit Level 22, 21 zu. Zieh die einfach hier runter. Wir machen die nach und nach weg. Vor allem diese blöden was sind das? Werwolf-Schrecken, die teilen sich halt auch noch auf. Das ist das andere Problem. Ja, und mit Level 25, man sieht's, ist das Problem, dass es sehr viel widerstehen, bei mir zumindest jetzt. Level 22 sind sie immer noch orange, dann widerstehen sie nach wie vor noch. Also das wird leider so bleiben, aber Level 24 wären dann zumindest nicht mehr orange, wenn ich jetzt noch schnell mein Level abbekomme. Noch zwei Gegner. Einzeln runterpullen, ja. Also wenn wir jetzt nochmal viben, dann beende ich den Livestream und mache irgendwas anderes. Die Lauferei geht mir dermaßen auf den Senkel. Ratte! Sohn von Argus. Achso, und das ist. Achso, der Sohn von Argus ist auch, glaube ich, noch ein Boss sogar. Das sind. Die Worgen sind Worgen sind übrigens auch untote Elite. Die kann man nicht cheaten. Markier mal irgendeinen, den wir töten sollen. Nach Möglichkeit. Mit Totenkopf. Dass wir wissen, auf wen wir gehen sollen überhaupt. Ich habe Aggro, aber noch geht's. Der macht nicht so viel Schaden. Ah, hab schon. So, der ist tot. Okay, erst den Boss anscheinend. Ganz ehrlich, ich hätte erst die Kleinen gemacht. So, Waldo ist tot. Rosal, übernimm mal nach der Möglichkeit mit Spott irgendwie. Auch gleich tot. Weil ich Akku hab. Okay, das ging. Level up! Uhaha, genau im richtigen Moment. Ja, der Boss ist böse. Der Boss ist richtig böse. So, Level up, Glückwunsch, Level 22, 15 Trefferpunkte, 60 Mana, 1 Talentpunkt, 1 Ausdauer, 2 Intelligenz, 2 Willenskraft. Wen zum Retzen? Ja, unser Patrick kann retzen, der Paladin kann natürlich retzen. Und der Sohn von Argus war doch ein Boss, oder? Nee, nicht mal. Ob ich so... Hier, Sohn von... Nee, Arugal. Arugal. Aber hier gibt es keinen Sohn. Das ist ja nicht mal ein Boss. Also wird zumindest hier nicht als Boss betitelt. Komm, Baum. Okay. Alles ist baff. Moment, du kriegst mal das hier. Dass ich den Taschenplatz leer krieg. Okay. Zu viel Chaos. Baldur, am besten mit Totenkopf markieren, wen wir umhauen sollen. Dann gibt es auch nicht so viel Chaos, was den Pull und, oder was das, dass sich jeder gleichzeitig runtergehauen wird. Am besten immer Totenkopf markieren. Dann wissen wir auch, welchen Gegner wir umnieten müssen. Okay. Ja, ging ja jetzt gut, Gott sei Dank. Aber kein Wunder, also, es waren jetzt nur 2 oder 3 mit den Hunden. Kein Wunder, dass wir gestorben sind, wenn alle kamen. Können wir? Nur mehr 3. Okay, wir probieren es mal. Was sehen euch? Pulle. Ja, ich pulle. Okay, er kommt aber... Nee, ein Wolf kommt noch mit. Ah, Sohn von Arugal. Schon wieder so ein Sohn kommt mit. Okay. Kriegen wir hin, glaube ich, oder? Okay, der ist hin. Dann den Sohn, okay. Ich kann. Achso, die kleinen Wölfe haben sich gerade schon wieder verwandelt.
Okay, der ist tot. Dann die Wölfe. Oh. Okay, der Buff ist tatsächlich übel. Der muss dispelled werden, der Fluch. Also tatsächlich so, wir pullen hier durch, allein durch die Gesichtsakro wird gepult. Oh, auch tot, auch tot, auch tot. Sehr schön. Spitze. Ab doch. Nee, irgendwas? Nö. Ah, das finde ich aber unglücklich gelöst tatsächlich. OM, ja. Finde ich sehr unglücklich gelöst, dass mir dann zwangsweise pullt, wenn man Level 22 ist. Auf Mana und Buffs achten, okay? Gib mir Mühe. Also zumindest entfluchen, das versuche ich so gut möglich. Weil der Fluch hat doch relativ viel Schaden gemacht tatsächlich. Und hier jetzt Level 24 ist mittlerweile auch jetzt nicht mehr orange, sondern gelb. Das macht es natürlich auch wieder leichter, zumindest für mich, weil die nicht so viel widerstehen. Ist tatsächlich angenehmer. Ah, 156er. Und wir müssen den Talentpunkt noch vergeben. Und zwar in Widerstände senken wollte ich doch noch. Verringert die Widerstände eures Ziels gegen alle eure Zauber um 5. Arkanes Feingefühl. So, warten. Jojo. Erstmal Mana. So, dann haben wir Fenrus. Fenrus ist der nächste Boss. Der kann noch nichts für mich droppen. Warten, Mana. Bin schon dabei. So, wie sieht es mit Buffs aus? Buffs sieht es gut aus. Jeder hat Intelligenz. Mehr können wir eh nicht buffen. Also ich zumindest nicht. So, und dann kommt der Boss. Ich glaube, wir müssen hier rein, weil... Geht hier ein Tor zu? Nee, ich glaube nicht mal. Okay. Go, go. Feuer frei. Er würde wahrscheinlich einfacher sein als die ganzen Trash-Gegner, könnte ich mir vorstellen. Widerstanden. Sehr schön. Wer wagt es, die Söhne von Arugal zu stören? Das ist euer Untergang, Fremdlinge. Das ist euer Untergang, Fremdlinge. Glaube ich nicht. Hä? Blitz, Donner. Ah! Erzmage Arugal. Ah. Oh. Ehrlich. Damm ziehen. Aoe. Aoe. War jetzt nicht so schwer. Ganz ehrlich, da war der Trash komplizierter als der Boss auf jeden Fall. Dann. Ach, 2 Silber. Das hier ist leider Gift, das kann ich nicht spellen. Nur Flüche. Aber ich brauche Ding, die Curse. Oh, einmal aus rum. Bestimmt auch irgendwo wieder ein Walk. Ja, da. Level 25er. Boah. Oh, Fertigkeitsstäbe. 72. Yay.